Don Corro, geht es euch gut? Ja. Ja. Ich schulde euch wohl eine Erklärung. Vor Jahren sandte ich meinen Sohn in die Kristallwüste. Seltsames wurde von den Gräbern der altehrwürdigen Könige berichtet. Tentakel kamen durch den Stein. Abaddon. Ja. Mein Sohn verschwand und wurde für tot erklärt. Ich gab mir die Schuld, ihn zu unbedacht ausgesandt zu haben. Deshalb liegt euch so viel an guter Planung. Bislang wusste ich nicht mal, was ihm zugestoßen ist. Aber ihr habt ihn befreit und die anderen von Abaddon berührten Unschuldigen. Was ist mit euch, Cormyr? Seid auch ihr unschuldig? Was? Cormyr ist die ehrenwerteste der Sonnenspeere. Nein, ihr habt recht. Ich bin nicht unschuldig. Mein Verbrechen wiegt besonders schwer. Ich war es, die in Istan die Inschriften fand und das Apokryphum des Abaddon weckte. Das ist nicht eure Schuld, Cormyr. Wie solltet ihr das wissen? Wir kannten Geschichten über die verbotenen Ruinen. Neugier und Sorge ließen mich diese Warnungen ignorieren. Ihr erforschtet die Ruinen, obwohl ihr von ihrem Fluch wusstet. Ja, und schlimmer noch. Ich las die Worte des Apokryphums. Ich spürte seinen Geist, wurde in sein Netz gezogen. Jetzt verfällt mein Körper und mein Geist wandelt in Qual. Daher versuche ich, euch zu führen. Wo ist Abaddon? Er ist im Herzen seines Reichs. Noch dort gebunden, aber seine Macht wächst. Und die Mauern um ihn werden schwach. Ich fürchte, ohne die Hilfe der fünf Götter selbst können wir ihm nicht Einhalt gebieten. Dann tun wir es mit Hilfe der fünf Götter.